Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Kommen wir irgendwie an den Typen vorbei und erstmal die bekämpfen müssen? Weißt du nee. Eigentlich, mit wem du zu tun wieso, hast? Wieso wollen die noch nicht mal mit mir reden? Die greifen ja halt direkt an. Was ist denn da los? Pass auf, er wirbelt. Au, die ziehen auch wieder so viel ab. Sind meine Klamotten wieder am Arsch oder was? Aber wir ziehen halt auch sehr viel ab. Oh, komm her, komm einfach her! Scheiß Armbrustspaß, wie wir auf den Sack gehen, ey. Du bist ein verfickter Wichser, was ist denn hier los? Angesteckt und tot. Ich meine, es stört mich überhaupt nicht, die umzubringen, weil es sowieso spastisch sind. Die Hexenjäger, die haben halt so viele Unschuldige umgebracht. Aber ich wundere es trotzdem, dass man die halt nicht mit denen reden konnte. Und die irgendwie bezirzen mit einem Täuschungsmanöver oder so. Die mit ihren scheiß Dimitherium fesseln. Verschlossen. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Sehe ich doch wieder nichts. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht... irgendwo hochklettern kann. Okay, ich glaube, hier lang geht's nicht. Sehe ich doch irgendwo. Ach so. Ja, wahrscheinlich leichter als gedacht. Es ist halt nicht Assassin's Creed. Hier muss man nicht irgendwie die krassen Fassaden hochklettern, dann nimmt man einfach eine Leiter. Ausgenommener Fisch. Hatte ich das schon mal? Komm. Ich gucke jetzt erstmal meine Klamotten an, ob die irgendwie schon wieder 100.000 Schaden haben. Ja, die zum Beispiel. Immerhin minus 21, dann wollen wir das mal reparieren. Okay. Das war ein bisschen Verschwendung, weil halt das Meisterding viel mehr macht als... die paar Prozent, die wir da reparieren mussten, aber egal. Muss ich jetzt da rüber oder was? Wer lagert denn hier oben irgendwelches Zeug, vor allem Essen? Na? Dann schauen wir uns mal hier drin um. Wir brauchen kein Licht. Zerbrochener Spiegel. Keine Aufschlagstelle. Ein Unfall war das wohl nicht. Vielleicht durch Schall zerbrochen. Jemand hat hineingesehen und geschrien. Auf jeden Fall hat er mehr über diesen Gaunt herausgefunden und hat so viel Angst vor dem bekommen. Ilian Albukus kleinerer Schlüssel. Ein Foliant über Dämonen. Dicke Staubschicht.
Der Kern des Bösen besteht darin, Leid zu verursachen. Es existieren viele Formen des Leids, vom einfachen körperlichen Schmerz über Qualen der Psyche bis hin zu tiefen Wunden der Seele. Und woher stammt das Böse? Erscheint es von selbst oder breitet es sich nur dann aus, wenn die Bedingungen günstig sind? Und schließlich noch die wichtigste aller Fragen, wie kann das Böse bezwungen werden? Die meisten glauben, das Böse habe es schon immer gegeben, da sich niemand an eine Zeit erinnert, in der dies nicht der Fall war. Aber reicht das schon als Beweis? Dies wage ich zu bezweifeln, da ich ein Gelehrter bin und das Wesen der wissenschaftlichen Arbeit darin besteht, alle Hypothesen anzuzweifeln, bis sie nachhaltig bewiesen wurden. Das Erscheinen des Bösen ist eng verbunden mit dem Vorhandensein des Guten, seinem Gegenteil und seiner Antithese. Das Gute ohne das Böse ist dimensionslos und daher nicht wahrnehmbar. Also ist das Böse ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Das Böse hat viele Gesichter und erscheint in vielerlei Formen. Eine davon besteht aus Fleisch und Blut. Dieses Böse, als Mensch inkarniert, durchreist die Welt, um Tod und Leid zu sehen. Es ist verschlagen und schwierig zu erkennen. Wir bemerken seine Anwesenheit normalerweise nur dann, wenn es schon zu spät ist. Während meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Mythen und Legenden einer Vielzahl von Kulturen bin ich auf Beschreibungen einer bestimmten Person gestoßen, die alle eine auffallende Ähnlichkeit besitzen. Damit meine ich nicht das Aussehen oder den Namen dieser Person, sondern seinen Modus operandi. Dieses Böse arbeitet mit Betrügereien, indem es zuerst mit etwas scheinbar Gutem lockt. Der Preis, den man jedoch für dieses Objekt der Verlockung bezahlen muss, ist enorm und wird nicht zurückerstattet. Und das, was versprochen wurde, ist oftmals mit schrecklichen Haken und gefährlichen Fallen versehen. Nehmt euch daher in Acht vor jedem, der euch das Unmögliche verspricht, da derartiges nur durch die List des Bösen zu bewerkstelligen ist. Ja, Gaunter Odin. Tja, leider nur Sachen, die ich schon kenne. Bin ich doof? Wo geht's denn hier weiter? Ach so, hier. Franco, bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Schüttler? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein. Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odin. Inkarnation des Bösen. Er schickt mich nicht. Aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Wirklich. Wieso wird die Tür bewacht? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz! Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen sie von dir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten. Den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Ha! Als hätte ich eine Wahl. Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odin ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen, in vielen Kulturen, unter vielen Namen, aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Odin, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases.
Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren. Dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Udim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn oder stirb. Du lebst noch. Leben in ständiger Angst nach dem, was ich über ihn weiß. Was ist das für ein Kreis? Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er hat mich einmal besucht. Faszinierendes Treffen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich, weißt du? Hast du ihn je verlassen? Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Also hat er ihn quasi im Gefängnis ohne Mauern gebaut. Interessant. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Udim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Udim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Vielleicht war ja Wladimir das Opfer dafür, dass er das bekommen hat. Das hat Olgierd dir alles erzählt? Das musste er. Wie hätte ich sonst diagnostizieren sollen? Bei dir klingt es wie eine Krankheit. Es ist schlimmer. Krankheiten lassen sich kurieren. Aber das Böse? Da sind Medikamente viel schwerer zu finden. Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein. Nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Udims Stil berücksichtigen. Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Warum wollte Olgierd Udim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Udim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Udim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Udim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden.
Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Odim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Danke, das hilft mir weiter. Gut, sehr gut. Nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. Ja, das war dann wohl die Strafe dafür, dass er mir geholfen hat. Tut mir leid. Schlüssel zu Professor Schüttlocks Haus, Professor Schüttlocks Tagebuch. Meine Notizen und Beobachtungen, Professor Schüttlock. Der von Odim erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähere, schießen mir seltsame Schauer über den Rücken. Hierbei handelt es sich nicht um Schmerz, sondern um etwas, das mir die Haare wie Stacheln eines Igels zu Berge stehen lässt. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich immer noch innerhalb des Runenkreises. Ich werde zunehmend von Albträumen geplagt. Mittlerweile fürchte ich mich vor dem Schlaf. Wie schreibt denn der bitte schön als blinder Mann? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte und doch kam eines im Schlaf zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre. Sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsamste daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand. Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemanden lieben? Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odim beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes, intelligentes Mädchen. Ich glaube, aus ihr wird einmal eine wunderbare Frau werden. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so, dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte, vielmehr kann ich ihn mittlerweile kaum noch erwarten. Welche fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen von dem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Heute Nacht ist meine Tochter gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die in ihrem ganzen Körper scheußlich eiterte Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen, doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich bin am Boden zerstört und mein Geist ist zerrissen. Seit Amelies Tod sind jetzt 3 Monate vergangen. Mir blutet noch immer das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben, denn verglichen mit diesen quälenden Visionen wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich bin ein zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit einem Jahr lebe ich nun innerhalb des magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach, ich müsste nur aus dem Kreis heraustreten. Tja, das hat er dann doch irgendwie mehr oder weniger zufällig getan. Die wilde Jagd. Ach, das war auch so ein Ding, die wilde Jagd. Vor allem die wilde Jagd ging halt echt schon in Witcher 1 los. Da hat man schon das erste Mal von ihr erfahren. Und es wurde halt erst in Witcher 3 aufgeklärt, was mit ihr los ist. Mit der wilden Jagd. So. Ruhe und Frieden. Und danke für die Hilfe. Triff dich mit Olgierd beim Tempel von Livani. Das heißt, wir müssen jetzt zum Westtor. Kommen wir jetzt auch hier raus? Nee, na toll. Oh, ich muss irgendwie ins Wasser. Klettert doch hier hoch!
Okay. Wenn wir einmal hier sind. Bärenfett. So. Gaunter Odin. Tja. Ist zwar ein böser Dämon, aber trotzdem ein sehr, sehr interessanter Charakter. Vielleicht sogar der interessanteste Charakter im ganzen Spiel. Die Nacht ist auch bald vorbei. Ich glaube, ich gehe gerade den kleinen Umweg, oder? Ach so, Moment! Wie komme ich denn jetzt zu Shanis Haus? Oh, ich habe keine Ahnung, wo die jetzt genau wieder gewohnt hat. Also, wir sind über die Brücke gelaufen. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Die Scheiße. Ich würde sie halt gerne mal besuchen, bevor sie weggeht. Shanis Haus. Wo war denn Shanis Haus? Wo war denn Shanis Haus? Bin ich von da gekommen oder bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich würde sie halt gern nochmal besuchen, bevor sie geht, aber... Naja, komm, ist egal. Ich finde die eh nicht. Schade, aber es würde wahrscheinlich eh nichts passieren. Wenn es kein Nebenquest ist, dann hat die wahrscheinlich auch nichts zu erzählen, wenn ich da bin. Von daher... In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Ich liebe euch alle.